Vladimir, liebes Ensemble und Freunde von Pinocchio, liebes hochverehrtes Publikum. Ich bin überglücklich, dass meine Oper Pinocchio gerade in eurem wunderschönen Opernhaus zur russischen Erstaufführung am 19. Dezember kommt. Und ich bin natürlich sehr traurig, dass ich aufgrund der Pandemie nicht selber dazukommen kann. Für eure Inszenierung von Natalia Baranowskaja als Regisseurin, für Vladimir Obadok als Regisseur und für Sergei Nikel als Choreograf habe ich extra drei neue Szenen komponiert. Damit ist eure Premiere eine Welturaufführung. Und meine Oper ist nun zweiaktig geworden. Es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Werk von mir bei euch in Belarus habe aufführen dürfen. Ich habe bereits in Polotsk, in dieser wunderschönen Kirche, mein Requiem Aroma aufgeführt und in Minsk auch meine Ringparade-Sinfonie. Insofern kenne und liebe ich das weißrussische Publikum. Nun hoffe ich sehr, dass auch meine Oper Pinocchio zu den Herzen der kleinen und großen Zuschauer findet in eurem Theater. Ich wünsche euch nun viel, viel Freude mit Pinocchio. Und einen großen Erfolg. Toi, toi, toi. Bleibt gesund. Eure Gloria. Wenn ein Glitzer